Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch für das Thema Akkustaubsauger interessiert. Wie ihr seht, sitze ich hier zwischen zwei riesengroßen Absaugstationen, denn wir vergleichen heute den alten Samsung Bespoke Jet mit dem ganz neuen Samsung Bespoke Jet AI. Das ist dieser hier, der hat neue Funktionen dazu bekommen. Für alle, die sich dafür interessieren, was denn eigentlich die großen Unterschiede sind, das wollen wir in diesem Video zusammen herausfinden. Los geht's, viel Spaß! Alle technischen Daten zum Bespoke Jet und dem neuen Bespoke Jet AI haben wir in unserem Akkustaubsauger eingepflegt. Der Link ist hier oben in der Infokarte. Und da könnt ihr viele verschiedene Akkustaubsauger euch anschauen, die wir da eingepflegt haben, mit dem Filter arbeiten, wie zum Beispiel dem Preis. Aber ihr könnt natürlich auch direkt Akkustaubsauger miteinander vergleichen, zum Beispiel den Bespoke Jet AI und seinen Vorgänger, und könnt da genau sehen, wo die Unterschiede bei uns in den Tests gelegen haben, und so findet ihr wirklich alles raus, was ihr dazu wissen müsst. So, wir sprechen kurz über die Unterschiede. Was direkt auffällt, ist natürlich, das Design wurde nicht großartig verändert. Also wenn man sie so nebeneinander stellt und jemand, der sich da nicht so richtig mit auskennt, der würde sagen, okay, das ist fast das gleiche Modell. Das heißt, im Design hat sich nicht viel getan, viel liegt natürlich im Inneren. Klar, der Name sagt schon, der Bespoke Jet AI hat jetzt eine KI integriert. Diese KI soll dafür sorgen, dass die Saugkraft sich immer perfekt an das anpasst, was man gerade macht, also den Untergrund und die Verschmutzung. Das ist das eine. Und dann gibt es natürlich noch im Sauger selber ein paar Details, das heißt, die mir so aufgefallen sind und die vor allen Dingen auch erwähnenswert sind, ist, dass zum einen, wenn man den hier reinstellt, den Bespoke Jet AI, dann fängt er automatisch an abzusaugen. Und das kann man aber auch, hier unten ist so ein kleiner Knopf, und das kann man ausschalten, wenn man das nicht möchte, wenn man das immer manuell starten wollte. Diesen Knopf, den gab es hier beim normalen Bespoke Jet noch nicht. Gleichzeitig war es beim Bespoke Jet früher so, dass man den aus seiner Station, wenn man ihn wieder rausgenommen hat, nach dem Absaugen, dann musste man diese Klappe immer manuell schließen. Das muss man jetzt hier beim Bespoke Jet AI nicht mehr, denn da gibt es so ein kleines Ärmchen, was nach dem Absaugen den Deckel einfach wieder schließt. Ja, das sind so die hauptsächlichen Punkte. Dann gucken wir uns mal kurz die Aufsätze an. Die sehen auch viel ähnlich aus und die sind auch insofern kompatibel, dass jeder Aufsatz passt, egal auf welchen Sauger. Also der eine von hier passt nach da. Das ist kein Problem, aber, weil viele sich natürlich wahrscheinlich interessieren, die schon den alten Bespoke Jet haben, und jetzt sehen, dass der neue Bespoke Jet mit dieser Bürste, die ja von unten fast gleich aussieht, vorne ein Licht dran hat, was ja immer sehr interessant ist. Das gab es halt hier vorher noch nicht. Ob man jetzt sagen kann, okay, dann kaufe ich mir für meinen alten einfach die neue Bürste. Das Problem dabei ist, ich habe das ausprobiert und der Sauger saugt dann auch und die Rolle dreht sich. Aber der alte Bespoke Jet denkt, dass das dann ein Wischaufsatz ist. Also oben auf dem Display steht dann schlicht und einfach Wischen, und sie dreht sich nur sehr langsam mit sozusagen gar keiner Saugkraft. Dementsprechend ist das dann leider nicht möglich. Also es ist schon irgendwie möglich, aber nicht zielführend. Auch mit den Akkus ist es so, auch das habe ich ausprobiert. Ich habe die alten Akkus an den Bespoke Jet AI rangepackt. Die passen zwar drauf, aber wenn man den dann starten möchte, dann steht da auf dem Display, bitte kompatiblen Akku verwenden. Also die Kompatibilität, die hat Samsung hier leider irgendwie nicht abwärtskompatibel gemacht. Ja, okay, so, das sind erstmal so die Hauptunterschiede. Alle anderen Dinge seht ihr natürlich in den Einzeltests, die wir hier auf dem Kanal haben. Es gibt, wie gesagt, zu jedem dieser Geräte hier schon Einzeltests. Links findet ihr unten in der Videobeschreibung und könnt ihr euch alles ganz im Detail anschauen, wenn ihr da wirklich in die Tiefe gehen wollt. So, das sind die Unterschiede erstmal in ein paar Funktionen, und dann wollen wir natürlich wissen, welches Gerät reinigt besser. Gibt es auch da Unterschiede? Und damit geht es jetzt weiter. So, dann sprechen wir über die Unterschiede in der Reinigungsleistung. Falls ihr es noch nicht getan habt, lasst gerne kurz ein Like für dieses Video da, abonniert den Kanal und aktiviert hier unten die kleine Glocke, denn dann verpasst ihr in der Zukunft keine Videos, wenn wir noch weitere Geräte vergleichen, zum Beispiel hier den Bespoke Jet AI, der ja mittlerweile auf Platz 1 ist, vielleicht auch mal mit dem Dyson, mit dem neuesten, auf Platz 2. Also, wenn euch solche Videos interessieren, lasst gerne kurz ein Abo da. So, wie gesagt, ich nehme hier den Akkusauger Finder zur Hand, denn das ist immer sehr einfach, sich da die Unterschiede gegenüberzustellen. Und wir fangen mal mit dem vorherigen, mit dem Bespoke Jet an. In unserem Test hat der nämlich 99,40 Gramm auf Hartboden aufgenommen, ist da wirklich sehr, sehr gut geeignet, hat dann richtig guten Job gemacht. Das hatte mir schon beim Vorgänger gut gefallen. Und der Bespoke Jet AI steht dem im Nichts nach, 99,13 Gramm, also fast das gleiche, ist ja immer so ein bisschen Varianz, wurden hier aufgenommen. Also für Hartboden sind diese Geräte hier absolut spitzenmäßig. Was man dazu sagen muss, diese Rolle hier, es gibt ganz viele verschiedene Bespoke Jet Varianten beim AI, aktuell im Moment nur zwei, wo ich das Video hier aufnehme. Und diese Variante Bürste, die ich hier habe, die hat ja vorne so eine Hartbodenrolle integriert. So ganz große
irgendwie so Haufen hatte, das war in meinem Test einfach so ein Haufen mit irgendwie Flusen, weil die Rolle nicht angetrieben ist, hier die kleine vorne, da nimmt die dann so große Sachen nicht so richtig gut auf, da muss man dann anheben und drauf. Einfach nur als Zusatzinformation. Dann kommen wir zum Teppich. Da hat der normale Bespoke Jet 65,68 Gramm aufgenommen und das ist schon ein richtig guter Wert. Ein ganzes Stück über 60 Gramm, also da kann man einfach nur sagen, dieses Gerät ist für Teppich geeignet, macht da wirklich einen guten Job. Und dann kommt der Bespoke Jet AI um die Ecke und nimmt da nochmal eine ganze Ecke mehr auf, und zwar 77,07 Gramm. Das ist wirklich stark. Also eine absolute Steigerung hier bei diesem Gerät, wie auch immer sie das umgesetzt haben. Es ist ja alles sehr, sehr ähnlich gemacht, aber sie haben hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen Fortschritt gebracht, der für eine bessere Reinigung auf Teppich in meinem Test hier gesorgt hat. Ja, das ist das eine. Dann ist natürlich immer noch so ein bisschen interessant, wie ist das mit dem Filtertest, gerade für Allergiker. In der Videobeschreibung ist ein Link, da könnt ihr genau durchlesen, wie man unseren Filtertest werten kann. Hier kann man es schnell und einfach machen. Der Bespoke Jet hatte damals schon den Filtertest bestanden. Alles, was ich da aufgesaugt habe an Nebel, wurde durch den Filter immer zurückgehalten. Und das war beim Bespoke Jet AI genauso. Der hat das ganz genauso gut gemacht. Also beide Geräte in der Filterleistung wirklich gut. Okay, so viel zu dem Punkt und dann sprechen wir im nächsten Part nochmal ganz kurz über Handhabung und Features. Ja, die Handhabung ist bei den Geräten super. Die Akkustaubsauger von Samsung sind generell sehr, sehr hochwertig verarbeitet, liegen super in der Hand, fühlt sich alles sehr hochwertig an. Auch die Bedienelemente, dass es ja hier eine feststellbare Powertaste gibt, wo man ganz einfach alles durchschaltet, ein Display, was da die verschiedenen Informationen dazu anzeigt. Auch wie die ganzen Teile hier angebracht sind, dass man, wenn man was auswechseln will, dass man das hier unten immer einstellen kann. Das gefällt mir richtig gut. Also da sind sie super in der Handhabung, auch die Flexibilität passt, man kann sehr gut unter flachen Möbeln reinigen. Also ich habe hier an der Handhabung gar nichts aufzusetzen, auch wenn man den danach in seine Station stellt, der saugt das ab und so weiter. Das ist natürlich super komfortabel. Das ist bei den Features natürlich genauso. Das Feature, dass man hier einfach eben so eine Basisstation hat. Ja, der Nachteil ist, die ist richtig groß und nimmt eine ganze Ecke Platz weg. Aber dafür ist es natürlich super komfortabel, dass man nicht immer ständig den Staub auslernen muss, kommt da auch nicht mehr so oft mit in Berührung. Es sind ja auch sehr viele Filter direkt in die Station verbaut, da unten drin in den Beuteln und hier unten drunter kann man auch noch einen rausnehmen und die dann auch sauber machen. Also es gibt hier mehrere Filter generell in den Saugern drin. Was natürlich ein Nachteil ist, ist, hier drin sind eben Staubbeutel. Die muss man auswechseln und nachkaufen, sind also Folgekosten mit integriert in das Ganze hier. Zu den neuen Features gehört definitiv hier, dass diese Absaugstation hier das automatisch startet den Absaugvorgang, wenn man das eben möchte. Dann hier unten wird während des Vorgangs auch die Bürstenrolle hier immer nochmal quasi so funktionsgeprüft und auch nochmal durchgesaugt. Das ist auch nochmal neu hier im Vergleich. Also das kann sich hier wirklich alles sehen machen und hat mir gefallen, dass jetzt oben hier dieser kleine Hebel oben die Klappe wieder zumacht. Ist auch nochmal cool, weil es ist mir tatsächlich im Alltag passiert, dass ich hier vergessen habe, die Klappe zuzumachen und dann saugt man quasi ins Nichts, weil ja quasi kein Unterdruck da ist. Die KI macht auch nochmal einen Unterschied insofern, dass man definitiv damit, das ist eine Bodenerkennung und eine automatische Saugkraftverstärkung. Dass man jetzt sagen kann, ja, KI ist für mich nicht so, dass ich jetzt gemerkt habe, dass da irgendwie eine künstliche Intelligenz hinter ist, aber es ist eine sehr gute Erkennung von Untergründen und Verschmutzungen. So, die Reinigungsleistung, darüber wollen wir natürlich auch nochmal sprechen, nicht, dass ich das vergesse, nicht die Reinigungsleistung, sondern die Dauer. Auf 100% vollgeladenem Akku, auf höchster Stufe, habe ich beim Bespoke Jet damals 9 Minuten und 52 Sekunden gemessen und hier waren es jetzt beim Bespoke Jet AI 9 Minuten und 55 Sekunden, also da ist es fast gleich. Das ist natürlich die allerhöchste Jet-Stufe, je weiter runter ihr geht, desto länger geht das und hier auf dem Automodus, da kommt ihr deutlich länger mit weg. So, das sind hier die wichtigsten Punkte in dem Part und dann nochmal ganz kurz meine Meinung zu diesen beiden Akkustaubsaugern von Samsung. Ja, Samsung macht wirklich starke Akkustaubsauger mit einer super Qualität, einer klasse Reinigungsleistung. Also da habe ich überhaupt nichts auszusetzen. Die positiven Punkte habe ich ja eben schon erwähnt. Wie gesagt, eine gute Reinigungsleistung, super komfortabel hier mit diesen Stationen. Nachteil ist, wenn man das so haben möchte, dass man Beutel hier nachkaufen muss und dass die Stationen natürlich groß sind und viel Platz wegnehmen. Wenn es jetzt darum geht, ihr möchtet euch zwischen einem dieser Geräte entscheiden, welcher soll es denn sein?
Da muss man wissen, dass der Preis hier noch über 1000 Euro liegt. Klar, ist ein noch recht neues Modell und hier deutlich unter 1000. Also diesen Bespoke Jet, je nachdem welche Variante man kauft, mit welchem Zubehör, gibt es schon für 700 Euro teilweise sogar hier mal drunter. Also da spart ihr eine ganze Menge Geld, kriegt aber eine super Reinigungsleistung trotzdem. Und was habt ihr dann nicht? Ja, zum einen die KI, also diese Automatik, dann oben diesen kleinen Hebel, der da mit drin ist, eine erweiterte Reinigung jetzt hier auch mit der Bürste und so weiter. Das sind so die Sachen, die man dazu kauft und für die man dann mehr bezahlt und eben zum Beispiel halt ihr auch, dass man so eine Rolle hier hat, wo jetzt eben hier vorne in dem Fall noch LEDs mit dran sind. Wenn euch das ganz, ganz besonders wichtig ist, die KI, diese kleinen zusätzlichen Features, dann müsst ihr halt eben zu diesem Gerät greifen, aber über 1000 Euro ausgeben. Wenn euch diese Zusatzfeatures nicht so wichtig sind, aber ihr eine gute Reinigungsleistung haben wollt und den gleichen Komfort, geht der Bespoke Jet natürlich eben vollkommen klar. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Wenn ihr dazu noch Anmerkungen oder Fragen habt, gerne in die Kommentare damit. Wenn ihr noch ein weiteres Video schauen wollt, findet ihr das direkt hier. Hier unten könnt ihr den Kanal abonnieren und da geht's zu unserem Akkusaugerfinder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.